15 Gründe, warum reich werden eigentlich ganz einfach ist. Statistiken zeigen, dass die Welt alle 21 Sekunden einen neuen Millionär und jeden Tag einen neuen Milliardär bekommt. In den letzten 10 Jahren hat die Welt einen Zuwachs von über 100.000 neuen Millionären erlebt. Mehr als ein Viertel dieser neuen Millionäre und Milliardäre sind in den USA zu Hause. In diesem Video erfährst du, warum es so viele reiche Menschen auf der Welt gibt und wie es für dich möglich ist, das gleiche Maß an Erfolg zu erreichen. Hier sind 15 Gründe, warum es super einfach ist, reich zu werden. Nummer 1. Unsere gesamte Wirtschaft basiert auf Konsum, also muss Geld fließen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Volkswirtschaften auf Konsum angewiesen. Wenn die Menschen nicht ständig Geld ausgeben, bricht alles zusammen. Deshalb werden sie in diesem Jahr mehr ausgeben als im letzten Jahr und das tun die Verbraucher immer. Sie geben aus. Aber es ist wichtig zu wissen, dass man nicht einfach so reich wird. Wenn du reich werden willst, musst du nur von einem Konsumenten zu einem Schöpfer werden. Das hört sich einfach an. Aber die Realität ist, dass die meisten Menschen nicht erkennen, dass sie in ihrer derzeitigen Situation feststecken und niemals aus dieser Situation herauskommen werden, ohne es überhaupt zu merken. Konsumenten geben Geld aus, Schöpfer verdienen Geld. Baue etwas und verkaufe es. In dieser Wirtschaft bist du entweder ein Produzent oder ein Konsument. Wenn du produzierst, erzielst du deine Einnahmen durch den Verkauf der von dir geschaffenen Dinge an die Verbraucher. Das Geld schwebt sowohl über den Produzenten als auch über den Konsumenten, um diejenigen zu erreichen, die an der Spitze ihrer jeweiligen Klasse stehen. Nummer 2. Technologische Revolutionen vollziehen sich schnell. Vor 20 Jahren wurde das Internet populär und führte dazu, dass viele Menschen Zugang dazu hatten. Es revolutionierte die Offline-Geschäfte, indem es sie online brachte. Vor 10 Jahren hatten die sozialen Medien einen enormen Einfluss und schon bald begannen die Menschen, andere Menschen bei coolen Dingen zu beobachten, anstatt vor dem Fernseher zu sitzen. Seit einigen Jahren ist die Blockchain auf dem Vormarsch und obwohl sie noch nicht zum Mainstream gehört, hat sie das Potenzial, sich durchzusetzen. Technologien ändern sich ständig und mit ihnen kommen neue Möglichkeiten. Wenn du verstehst, wie sie funktionieren und dich entsprechend positionierst, kannst du Vermögen aufbauen. Nummer 3. Du lebst in der Zeit des größten Überflusses in der Geschichte der Menschheit. Vielleicht erleben wir gerade die größte Ära der Menschheitsgeschichte. Armut ist in dieser Zeit eine Wahl, keine Notwendigkeit. Noch nie gab es so viel zu genießen und zu leben wie jetzt. Mehr Menschen sterben an Übergewicht als an Hunger oder mangelnden Zugang zu Wasser und es gibt unendlich viele Unterhaltungsmöglichkeiten. Nichts ist unerreichbar für dich. Man geht am Ende des Tages mit einem Gefühl des Friedens zu Bett, sicher in seinem Zuhause und sogar mit dem, was in der Welt vor sich geht. Man fühlt sich davon ziemlich abgeschirmt, denn ehrlich gesagt ist man wahrscheinlich von den meisten Dingen abgeschirmt. In der Wirtschaft gab es noch nie so viel Geld wie heute, man muss sich nur seinen Anteil daran holen. Solange du bereit bist, deine Hand auszustrecken und in den Geldfluss zu greifen, ist für jeden genug da. Nummer 4. Einer von 10 Menschen ist reich. Allein in den USA gibt es 22 Millionen Millionäre. Entgegen der landläufigen Meinung, dass man etwas Besonderes sein muss, ein außergewöhnliches Talent oder eine andere Eigenschaft haben muss, die eine erfolgreiche Zukunft garantiert, ist das nicht immer so. Tatsächlich werden von 1000 Menschen etwa 100 reich und man muss nur dafür sorgen, dass man einer von ihnen ist. Es ist erwiesen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus deiner Stadt reich wird, größer ist als die, dass er es nicht wird. Wenn du in einer Stadt mit 200.000 Einwohnern lebst, bedeutet das, dass 20.000 von ihnen wohlhabend sein werden. Warum solltest du nicht versuchen, einer dieser 20.000 zu sein? Die meisten Menschen, die in Armut leben, sind sich dessen nicht bewusst. Wenn jemand entschlossen ist, erfolgreich zu werden und bereit ist, Zeit und Mühe zu investieren, wird er wahrscheinlich erfolgreich sein. Aber die meisten Menschen streben nicht nach Reichtum, sondern nach dem Überleben. Sie setzen alles daran, eine Arbeit zu finden, die ihnen Nahrung, Unterkunft und Sicherheit für die Zukunft bieten kann. In diesem Sinne hat das Rennen nur wenige Teilnehmer.
Wenn du einmal darüber nachdenkst, wie viele Menschen in deinem Umfeld wollen wohl Wohlstand aufbauen, frag sie und du wirst schockiert sein. Wie sich herausstellt, hat fast niemand einen Plan, wie er seine Ziele erreichen will. Statistiken zufolge dauert es etwa 7 Jahre, um reich zu werden, egal wo auf der Welt du lebst, welches Geschlecht du hast oder welche Hautfarbe du hast. Das ist eine altbekannte Wahrheit. 7 Jahre sind die durchschnittliche Zeitspanne. Nummer 5. Du kannst von jedem Ort der Welt aus arbeiten und Geld verdienen. Bis vor einiger Zeit waren die Menschen immer an den Arbeitsplatz gebunden. Die meiste Zeit der Geschichte war es der Bauernhof und dann irgendwann eine Fabrik oder ein Büro. Jetzt sind sehr viele Menschen frei von dem Arbeitsort und können arbeiten, von wo wir wollen. Mobile Arbeitsplätze sparen nicht nur Geld, sondern verringern auch die Pendelzeit und bieten einen flexibleren Zeitplan. Ganz zu schweigen davon, dass man theoretisch mehr als einen Job zur gleichen Zeit annehmen kann, es ist großartig, überall auf der Welt arbeiten zu können. Diese geografische Ungleichheit wird verschwinden, wenn du zum Beispiel aus Kenia kommst, aber über die gleichen Fähigkeiten verfügst wie ein leitender Entwickler eines Unternehmens in den Vereinigten Staaten oder Europa. Kannst du für das Unternehmen eine wertvolle Bereicherung sein und viel mehr Geld verdienen als in deinem Land? Nummer 6. Es war noch nie so einfach, in den Aktienmarkt zu investieren. Geld verdienen ist schwer, aber es ist noch schwerer, wenn du deine Ersparnisse nicht sicher aufbewahrst. Am einfachsten geht das mit Immobilien. Aber die meisten Menschen haben nicht das nötige Kleingeld für eine Anzahlung. Der zweiteinfachste Weg, reich zu werden, ist, sein Geld an die Märkte zu geben, von denen man kauft. Warum also nicht in Unternehmen investieren, die ihre Gewinne mit einem teilen? Früher war das Investieren viel schwieriger. Man brauchte einen Makler und es wurde einem weisgemacht, dass man das nicht allein machen kann, weil man die Märkte rund um die Uhr beobachten und Kurse anschauen muss. All das ist einfach Unsinn. Jedes Land hat seine eigene Reihe von Investment-Apps. eToro, Trade Republic und Scalable sind nennenswerte Aktienbroker, die in Deutschland verfügbar sind. Neben deinem Kontostand siehst du sowohl Apple als auch Amazon und andere sehr erfolgreiche Unternehmen, die großartige Produkte herstellen. Mit einem Fingertipp auf deinem Bildschirm kannst du Aktien von Unternehmen für beispielsweise nur 10 Euro kaufen. Du musst nicht gleich alles investieren, um eine Rendite zu erzielen. Finde Investitionen, für die du geeignet bist. Achte nur darauf, dass du das auswählst, was für dich und deine Ziele sinnvoll ist. Wenn du dir nicht sicher bist, was du wählen sollst, empfehle ich dir, dich an den S&P 500 Index zu halten. Dieser hat in der Vergangenheit stets eine Rendite von über 10% pro Jahr erzielt. Oder du wählst einen der ETFs, die ein Paket von vielen hunderten Aktien beinhalten. Was auch immer du wählst, langfristig denken ist wichtig. Nummer 7. Du hast Zugang zu erstklassiger Bildung für wenig Geld oder sogar kostenlos. In der Vergangenheit waren die Mitglieder der königlichen Familie die einzigen, die ihre Kinder in die Kirche schickten und ihnen Lesen und Schreiben beibringen konnten, was sie klüger und besser machte als die Bauern. Sie versuchten, das Modell mit exorbitanten Studiengebühren am Laufen zu halten. Große Teile der Jugend sind durch Schulden versklavt, die sich zum Beispiel durch Studienkredite angehäuft haben. Heutzutage gibt es viele Alternativen, um sich Wissen anzueignen, ohne eine teure Schule besuchen zu müssen. Durch den Einsatz von Technologie kannst du mit Hilfe von Suchmaschinen viele Online-Bildungsressourcen finden. Einige gute Beispiele sind YouTube-Videos und Online-Plattformen wie Udemy oder Skillshare. Auf YouTube findest du viele kostenlose Bildungsressourcen, darunter Präsentationen und Vorlesungen. Manchmal möchtest du vielleicht eine Website besuchen, um mehr über etwas zu erfahren, das dich interessiert. Die Online-Bildung hat den Menschen Möglichkeiten eröffnet, die sie vorher nicht hatten. Das Bildungssystem wird dadurch umgestaltet und revolutioniert. Man muss nicht mehr auf eine prestigeträchtige Schule gehen, um viel Geld zu verdienen und reich zu werden. Nummer 8. Du brauchst kein Geld, um Geld zu verdienen. Die Leute scheinen oft zu denken, dass man Geld braucht, um Geld zu verdienen. Das stimmt nicht und es könnte dazu führen, dass jeder Fortschritt im Leben ausgebremst wird. Heute brauchst du überhaupt kein Geld mehr, um Geld zu verdienen, die Welt steht dir offen.
Du kannst Geld verdienen, wenn du mit Zeit, Mühe oder Wissen handelst. Wenn du bereits Geld besitzt, dann ist es natürlich viel einfacher, Geld zu verdienen. Du kaufst ein Haus, vermietest es. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Unternehmer. Aber die meisten Millionäre von heute wurden mit harter Arbeit und wenig oder gar keinem Geld reich. Und bevor du jetzt sagst, die wurden ja reich geboren oder hatten Beziehungen, 88% der neuen Millionäre sind Selfmade-Millionäre. Das heißt, sie haben arm angefangen und sich alles von Grund auf aufgebaut. Der Prozess des Tauschens von Zeit, Mühe und Wissen gegen Geld und das anschließende Reinvestieren dieses Geldes ist ziemlich einfach. Das Silicon Valley hat den Prozess der Geldbeschaffung bei Investoren, um ein Unternehmen zu gründen, immer verherrlicht. Aber das ist völlig falsch. Die Beschaffung von Geld sollte nie gefeiert werden. Wie feiert man die Übergabe der Verantwortung für einen Teil des Unternehmens? Die Tatsache, dass sie Geld beschaffen mussten, ist ein Zeichen dafür, dass sie es nicht geschafft haben, organisch zu wachsen. Nummer 9. Automatisierung und Software haben viele Arbeitsplätze ersetzt. Es ist faszinierend zu sehen, wie sehr sich die Welt durch Software verändert hat, und es ist noch interessanter zu sehen, wie die Automatisierung die Arbeitskräfte verändert. Du kannst eine Buchhaltungssoftware für eine monatliche Gebühr von 9,99 € erwerben, die dir die Arbeit abnimmt. Anstatt ein teures Verkaufsteam einzustellen, könntest du eine Werbekampagne einrichten. Anstatt Marketing zu betreiben, könntest du versuchen, Bildungsinhalte zu erstellen und zu bewerben, die online zur Verfügung gestellt werden. Anstatt deine eigenen Produkte herzustellen, könntest du den Produktionsprozess an Lieferanten oder Hersteller auslagern, die sich um alles kümmern, sodass du nur noch die Verpackung und den Versand übernehmen musst. Du bist von Massenprodukten umgeben. Kleidung, Elektronik und sogar die Lebensmittel, die du isst, alles ist Massenware. Dein Marktwert steigt mit deiner Fähigkeit, die dir zur Verfügung stehenden Werkzeuge zu nutzen. Nummer 10. Hardware ist extrem billig und Software ist kostenlos oder fast kostenlos. Wir leben in der Ära, wo man ein Smartphone für 30 € oder weniger bekommen kann. Denke nur eine Sekunde über das Fortschrittsniveau nach, das wir erreicht haben, wo du für den Preis einer Mahlzeit Zugang zur ganzen Welt in der Tasche hast. Für 100 € bekommst du mehrere Kameras, die du mit dem Internet verbinden kannst und vor einigen Jahren noch Tausende von Euro gekostet hätten. Mit jedem dieser Geräte könntest du sogar selber Videos erstellen und auf YouTube oder Instagram teilen. Du könntest ein LinkedIn oder ein Upwork-Konto einrichten, um einen Job zu finden. Du könntest jede Person auf der Welt über Facebook erreichen oder via TikTok oder Instagram zeigen, was du machst. Es gibt keine finanziellen Eintrittshürden in dieser neuen Welt. Die einzige Hürde ist die Anstrengung. Nummer 11. Du kannst fast alles outsourcen. Wenn du das Gefühl hast, dass dir einige Fähigkeiten fehlen, mach dir keine Sorgen, denn es gibt Experten, die ihr Wissen gerne gegen Geld eintauschen. Du musst nicht lernen, wie man ein tolles Logo entwirft, eine Website erstellt, Anzeigen schaltet oder Videos bearbeitet. Du kannst Leute anheuern, die in diesen Bereichen Experten für dich sind. Reich werden ist eine Menge Arbeit. Es sei denn, du weißt genau, wie diese Arbitrage funktioniert. Der einfachste Weg, reich zu werden, besteht darin, jemanden weniger zu zahlen als das Geld, das er für dich verdient. Dein Ziel ist es, mehr zu verdienen, als du ihnen bezahlst. Die Maximierung des Gesamtgewinns wird immer der Schlüssel sein. Nummer 12. Werbung, Ruhm und Gemeinschaftsbildung sind für jeden zugänglich. Früher wählten einflussreiche Leute Berühmtheiten aus. Sie entschieden, wer im Fernsehen zu sehen sein würde, wer der nächste große Filmstar sein würde und wer der nächste große Künstler. Diese Torwächter gibt es nicht mehr und Ruhm ist leichter zu erlangen als je zuvor. Wenn man erst einmal genug Aufmerksamkeit erregt hat, kommt in der Regel auch bald das Geld. Wenn du die Aufmerksamkeit anderer auf dich ziehst, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Aufmerksamkeit zu monetarisieren. Zum Beispiel, indem du dafür Geld verlangst. In Zukunft werden sich die Influencer in zwei Gruppen aufteilen.
Es wird diejenigen geben, die Fotos machen, Inhalte für andere erstellen, wie Werbeträger, und diejenigen, die ihre eigenen Kanäle aufbauen und erweitern, wie Unternehmer. In dem Moment, in dem diese Influencer herausfinden, dass sie ihr eigenes Produkt verkaufen und den Gewinn behalten können, anstatt Geld für andere Unternehmen zu verdienen. Frag nur Kanye West, der vom beinahe Bankrott zum Milliardär wurde, indem er sich 100 Millionen Dollar lieh und seine eigene Schuhlinie namens Yeezy gründete. Kylie Jenner ist auch ein Beispiel für jemanden, der in der Schönheitsbranche erfolgreich ist. Sie begann mit dem Verkauf von Lippenpflegesets über ihre Social-Media-Kanäle. Das sind natürlich Extremfälle. Wenn du jedoch etwa 1000 eingefleischte Fans hast, die es sich leisten können, 100 Euro pro Jahr für deine Produkte zu bezahlen, als Grundeinkommen, dann kannst du deinen Lebensstil als Künstler aufrechterhalten. Nummer 13. Glück und Zufall sind verhandelbar. Solange du lebst, erinnere dich daran, die Realität ist verhandelbar. Du kannst jede Art von Leben führen, die du willst, solange du bereit bist, dafür zu handeln. Aber was ist, wenn ich nicht genug Glück habe? In Wirklichkeit ist Glück ein zufälliges Ereignis und sollte dich irgendwann in mindestens einem Bereich deines Lebens treffen. Du bist heute hier, um dir dieses Video anzusehen, aber es ist ungewiss, ob du dieses Glück ausnutzen kannst oder nicht. Betrachten wir das Ganze einmal aus einer anderen Perspektive und sehen, was das bedeutet. Stellen wir uns zwei Personen mit gleichen Fähigkeiten vor, die einer ähnlichen Herkunft, einem ähnlichen Geschlecht und so weiter angehören. Einer der beiden arbeitet doppelt so viel wie der andere, um für etwas zu sparen. Eines Tages kommt das Glück und ein Freund bietet ihnen ein Grundstück zu einem unglaublich günstigen Preis an. Derjenige, der regelmäßig arbeitet, hat nicht das Geld, um ein solches Risiko einzugehen, also beschließt er, diese Gelegenheit nicht zu nutzen. Die andere Person, die über Ersparnisse verfügt, nimmt die Gelegenheit wahr und wird dadurch reicher. Beide Personen hatten in dieser Zeit die gleiche Chance, aber sie waren nicht in der gleichen Lage und die eine konnte sie besser nutzen als die andere. In beiden Fällen hat die eine Person deutlich mehr Geld gespart, weil sie doppelt so viel arbeitet als die andere, die nichts hat, weil sie von der Hand in den Mund lebt. Was aber, wenn das Pech zuschlägt? Beide haben das gleiche Pech und müssen sich einer Operation unterziehen, die sie selber bezahlen müssen. Jemand, der genug Geld gespart hat, kann die Operation aus seinen Ersparnissen bezahlen und muss sich keine Gedanken über eine Änderung der Lebensweise machen. Jemand, der keine Ersparnisse hat, muss sich möglicherweise verschulden oder Vermögenswerte verkaufen, was unweigerlich zu negativen Auswirkungen führt. Dies führt dazu, dass man noch ärmer wird. Deshalb werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Alles hängt von ihrer Einstellung ab und davon, wie sehr sie sich bemühen, Gelegenheiten zu finden, die für andere schwer zu erschließen sein könnten. Nummer 14. Egal, für wie ausgefallen oder seltsam du dein Produkt hältst, du wirst Kunden finden, denn es gibt für alles einen Markt. Du glaubst es vielleicht nicht, aber es gibt fast 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Es gibt immer noch viele Menschen mit ähnlichen Interessen und Fähigkeiten wie du. Es gibt viel mehr Menschen als früher, also teilen wir uns in kleinere Gruppen mit ähnlichen Interessen auf. Alle Gruppen haben ihre Käufer und Verkäufer. Die Verbraucher erwirtschaften den Gewinn für die Ersteller eines Produkts. Wenn du dich auf dein Nischenpublikum konzentrierst, kannst du in dieser Branche erfolgreich sein. Du solltest auf die Bedürfnisse deiner Nischengemeinschaft eingehen, denn nur dort wirst du Erfolg haben. Nummer 15. Die Regierungen drucken Geld wie verrückt. Soweit ich gehört habe, gibt es einen beliebten Witz unter den Reichen, dass die Regierung jeden zum Millionär machen wird. In den 90er Jahren war nach der damaligen rumänischen Währung jeder ein Millionär. Die Landeswährung wurde jedoch abgewertet. Die monatliche Miete betrug ein paar Millionen Loi oder den Gegenwert von 250 Dollar. Wir haben alle gesehen, was die Inflation mit unserem Geld anstellen kann. Wenn Regierungen so viel Geld drucken, verliert eine Währung oft ihren Wert.
Viele Menschen haben bemerkt, dass sie für den gleichen Einkaufswagen 30% mehr bezahlen als noch vor 2 Jahren. Wann immer eine Regierung Geld druckt, beraubt sie dich tatsächlich deines Wohlstandes. Wenn man jedoch darüber nachdenkt, fließt dieses Geld in die Wirtschaft. Wenn mehr Geld in eine Wirtschaft fließt, gibt es auch mehr Möglichkeiten, dieses Geld zu verdienen. Werde ein Experte für das, was die Menschen brauchen, und biete ihnen diese Dienstleistung an. Wenn du reich werden willst, ist es eine gute Idee, dafür zu sorgen, dass du auf der Seite derjenigen stehst, die das Geld ausgeben. Glaubst du wirklich, dass es heute einfacher ist, reich zu werden als vor 30 Jahren? Was denkst du? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir wissen, dass du schlau bist, also ist es an der Zeit, deine Fähigkeiten zu nutzen. Für diejenigen unter euch, die immer noch zusehen, haben wir diesen Bonus nur für euch aufgehoben. 8 Beispiele, Reichtum aufzubauen. Hier ist die Liste. 1. Produkte herstellen, am besten digitale. 2. Eine Marke aufbauen. 3. Ein Team aufbauen. 4. Ein Geschäftsmodell entwickeln. 5. Vermögenswerte handeln. 6. Vermögen anhäufen. 7. Vermögen verwalten. Und 8. Systeme entwickeln. Viele Unternehmen stützen sich auf diese Tätigkeiten. Überlege dir genau, wo deine Fähigkeiten eingesetzt werden können. Nutze diese Möglichkeiten, um deine Chancen auf ein höheres Einkommen zu erhöhen. Verfange dich nicht in dem Versuch, mehrere Einkommensströme zu erzielen. Du kannst auch ohne mehrere Einkommensquellen reich werden. Eigentlich werden Menschen nicht auf diese Weise reich. Es ist leicht zu verwechseln, wie reiche Menschen Geld verdienen und wie sie es investieren. Wenn man weiß, was man tut, ist eine Diversifizierung nicht notwendig, aber risikoärmer. Reiche Menschen investieren ihre gesamte Zeit, ihr Geld und ihre Bemühungen in eine Strategie und nutzen die Erträge, um die Einkommensleiter hinaufzuklettern. Allerdings kann man erst dann Geld verdienen, wenn man die Grundlagen des Geldes beherrscht. Wenn du nicht genau weißt, wie du deine Finanzen verwalten kannst, wirst du wahrscheinlich nicht reich werden. Hier habe ich noch weitere Videos, die dich interessieren könnten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Bitte like und abonniere diesen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Und nun bis zum nächsten Mal.